Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem weihnachtlich gestimmten Thorsten. Ja, frohe Weihnachten für euch alle, also besinnliches Weihnachtsfest und so weiter, sofern es denn funktioniert. Ihr wisst schon genau, was ich meine, aber ich wollte natürlich nicht euch einfach so in die verdienten Weihnachtsfeiertage entlassen, ohne dass ich euch wenigstens einmal kurz frohe Weihnachten wünsche. Ich habe das eigentlich gestern Abend schon gemacht oder heute Nacht. Wir haben ja bis in den neuen Shop streamen wir im Moment. So ziemlich wahrscheinlich jeden Tag. Und aber dennoch wollte ich euch nochmal persönlich danken, dass ihr nach wie vor den Kanal hier echt cool supportet und ab und zu auch mal meine Videos guckt und tatsächlich sogar ab und zu mal ein paar Kommentare schreibt. Also vielen lieben Dank dafür und lasst euch reichlich beschenken. Beschenkt andere, beziehungsweise haltet euch bitte an die gegebenen Regeln. Auch wir hier im Moment, oder was heißt im Moment, wir auch seit heute Nacht bei mir im Kreis auch mit Ausgangssperre. Das heißt, der Weihnachtsmann kann gar nicht mehr nach 9 Uhr hier seine Geschenke abliefern, beziehungsweise, nee, jetzt um die Feiertage herum haben sie es, glaube ich, geändert. Ich glaube, ab 12 Uhr dürfen wir unser häusliches Gebiet jetzt auch nicht mehr verlassen. Aber ich glaube, das wird auf kurz oder lang, glaube ich, ganz Deutschland irgendwo treffen. Und dann wird es sowieso ein bisschen ruhiger. Wollen wir hoffen. Aber hier im Clankrieg wurde es nicht ruhiger. Ist auch der einzige Angriff, den ich euch zeigen werde. Also so eine dicke Folge wollte ich jetzt für euch heute nicht festhalten. Aber ich meine, eine Folge Clash of Clans, ohne dass Thorsten mal einen einzigen Angriff zeigt. Ich glaube, das hat es dies Jahr auch nicht gegeben. Aber wir machen ja fröhlich weiter. A, in den Livestreams und B, werde ich auch werde ich jetzt noch ein paar Videos machen zum Jahresende. Es wird ja noch mal ein bisschen interessant und das halte ich mal wieder so ein bisschen aus meiner Sicht für euch fest. Ich hoffe, das passt und schmeckt euch auch. Aber es ist ein bisschen komisch, muss ich sagen, auch für mich, was auch Besuchen angeht und so weiter. Ihr wisst, dass auch ich noch Angehörige habe, die dann auch ein bisschen älter sind und wo wir uns dann mit den Besuchen wirklich ganz hart einschränken. Also wir machen das schon, aber wirklich nur in dem erlaubten Umfeld. Okay, genug geschnackt. Ihr feiert jetzt Weihnachten und ich hoffe, ihr habt auch so einen schönen Grinchbaum, wie wir ihn immer haben. Also wir haben jedes Jahr so einen schönen Grinchbaum. Wir sind davon weggegangen, so irgendwie diese nicht nadelnden Bäume zu kaufen, sondern wir haben tatsächlich immer so traditionelle Rotfichten. Das hat aber eine andere Bewandtnis. Das kam noch von früher, als meine Kinder noch klein waren, weil die Bäume so schön pieksen. Da geht dann keiner mehr ran. Okay, aber ihr seht das gerade hier so im Bild. Ich hab da mal einen Schnappschuss von gemacht, von unserem Grinchbaum. Wir retten immer irgendwelche Rotfichten. Und ja, ich meine, okay, das ist jetzt nicht alles so allglatt, das seht ihr. Aber deswegen gefallen uns diese Bäume ganz, ganz besonders. Sie sind halt super, super natürlich gewachsen. Und ihr braucht mir jetzt keine Fotos auf Discord schicken von euren schönen Weihnachtsbaum. Ich kann mir das alles schön vorstellen, wie schön es bei euch ist. Ich wünsche euch nochmal frohes Fest, schöne besinnliche Tage. Und dann sehen wir uns, weil wir ja demnächst nicht mehr so lange weg können, einfach bei mir in den Livestreams. Kanal abonnieren, Glocke stellen und dann sehen und hören wir uns. Bis dahin, danke euch Leute, euer Toto. Clasht.